Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ich habe vor lauter Bauen gar nicht gemerkt, dass ich einfach aufgehört habe zu reden. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen nachsynchronisieren. Und da hat sich schon ein Freund versteckt. Wir bauen ja mitten in der Nacht und nach oben hin war ja alles offen. Das war ja nicht so gut. Und ich war eigentlich erstaunlicherweise ruhig. Ich hatte mehr Angst um meine Küche als um mein Leben hier. Den habe ich natürlich versucht hier rauszukriegen. Ihr habt ja gesagt, dass euch diese Zeitraffer-Sache nicht gefällt. Ich hatte eigentlich geplant, solche Bauabschnitte in Zeitraffer zu machen und wenn ich mit Midnight zusammen bin, ups, da ist einer von oben runtergefallen, dann wieder ganz normal laufen zu lassen, aber das kam bei euch nicht so gut an. Und deswegen muss ich jetzt hier auch nochmal nachsynchronisieren, nämlich ganz ohne Ton macht das ja auch keinen Spaß. Und hier habe ich mal wieder Panik bekommen und bin vor allem weggelaufen. Wobei ich mutig war und bin nicht nach Hause gelaufen, sondern wieder zurück zu meinem Bauprojekt. Ich glaube, die sind hier hochgekommen, die Schweine. Ich bin ja immer noch dabei, da zu tüfteln, wie ich denn die Viereckstücke mache. So ganz zufrieden bin ich immer noch nicht. Aber ja, man muss damit leben, was man hat, und das sind halt nur Blöcke. Ich habe hier bestimmt was gehört. Jetzt bin ich selbst überrascht, ob da was kommt oder nicht. Ja, bei dem Spiel kann man richtig Paranoia bekommen. Ah, da haben wir ihn doch. Aber insgesamt finde ich, die Gegner sind irgendwie einfacher geworden oder durch das Essenssystem ist es leichter geworden. Früher hätte ich mich bei einer Alpha-Version nicht getraut, hier nachts rauszugehen. Ja, hier sieht man noch den Rohbau. Der Rohbau schluckt ganz schön viel Steine. Ich darf ja bei Midnight klauen mittlerweile, glaube ich ja. Diese Aufnahmen sind schon einen Monat her und jetzt erst bespreche ich die. Was mache ich denn? Ich mache erstmal hier Schluss mit dem Stockwerk. Ich komme auch gar nicht mehr hier zum Reden, weil ich mir überlege, was ich da mache und ob das so sinnvoll ist. Ich hau mir doch hier bestimmt den Kopf an. Hey, das hätten wir doch sehen können. Das war nicht gerade schlau, oder? Irgendwie hat man aber trotzdem am Eck nicht so viel Platz, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber trotzdem gefällt mir es schon. Wenn man überlegt, dass man hier die ganze, dass man jetzt hier nur ein kleines Teil hat, dass man noch drei Ecken hat und hier das ganze Gebäude hier weiter ausbaut, das wird ein sehr großes Projekt. Und dazu kommt ja noch, dass man oder dass ich das Schiff bauen möchte. Ja, was überlege ich mir denn da?
Und ich darf auch noch nicht verraten, was Midnight da drüben mit seiner Höhle machen möchte. Mein Gott, was laufst denn hier so blöd rum? Entscheid dich, mach was. Andererseits, wenn man jetzt hier irgendwo was falsch plant und muss alles wieder abreißen, das ist ja auch Mist. Ah, ich teste, ob das hinhaut, wenn ich die ganze Mauer ziehe, wahrscheinlich. Warum mach ich denn das wieder weg? Das war doch richtig. Ja, genau. Sieht auch blöd aus, oder? Bin ich selber Meinung. Ja, aber da könnte jemand reinfallen jetzt. Pflastersteine? Du hast noch das halbe Ding offen und fangst jetzt hier an, mit schönen Sachen hier rumzubauen. Kümmere dich doch nicht mal um die Deko, sondern bau mal weiter hier. Dass wir hier in die Pötte kommen. Das wird ja nichts. Das wird noch Jahre dauern. Ich reg mich jetzt selbst auf, wenn mein eigenes Let's Play hier zu sehen. Ja, und das war auch schlau, während der Nacht nicht ins Bett zu gehen. Fällt mir auch gerade auf. So, was mache ich denn jetzt? Schaue ich mir den Garten an. Ah, ich mache mal ein bisschen Farming-Arbeit. So, gar nicht so einfach, wenn man keinen Traktor dabei hat. Aber es läuft recht gut. Ich bin da ganz zufrieden mit meiner kleinen Farm. Mit den Kürbissen habe ich auch mittlerweile Zuschrift bekommen, was ich alles mitmachen kann. Das ist auch nett von euch gewesen. Was will ich jetzt hier? Eine Hacke? Eine Axt? Das ist falsch. Was machst du denn? Ja, Hacke, sag ich doch. Ah, ich habe schon wieder vergessen zu schauen, ob ich dieses andere Zeug wegmachen muss oder ob da automatisch wieder Kürbisse dran wachsen. Wieso habe ich jetzt einen Holzblock hier weg, Sandblock hier weggemacht? Ja, wie gesagt, einen Monat lang nicht mehr gespielt und jetzt einfach nachträglich das zu synchronisieren, das ist auch
irgendwie komisch, das sich selbst zuzuschauen. Aber ich müsste mal, wenn ich schlau gewesen wäre, müsste ich weniger Kürbis anbauen und mehr Getreide. Mal schauen, ob ich das mache oder ob ich genauso viel Kürbis wie vorher anbaue. Ja, und das Inventar ist ja auch zu klein, finde ich. Ich weiß aber auch, es gibt Mods, wo man verschiedene Taschen mitführen kann und so weiter. Ich habe auch vor, weil es in den Kommentaren gestanden hat, jedes Mal, wenn ich jetzt nochmal neu eine Aufnahme mache, ein anderes Texture Pack einfach mal einzuführen. Komm, mach weiter mit den Getreide. Lass die Kürbisse weg. Getreide, Getreide, Getreide. Gut, ja. Ist gar nicht so dumm, wie die Leute immer sagen. Fängt schon an zu wachsen. Noch Samen? Ja. So, clever, das hat mir gefallen. Dann können wir hier wahrscheinlich auch Kürbis anbauen. Ne, ich will überhaupt keine Kürbis mehr. Auch gut, bin ich auch zufrieden. Das war's. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier Stopp und schauen uns dann gleich an, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Mit Brot wahrscheinlich.